Matthew 24. Matthäus 24, bitte aufschlagen. I want us to read from the verse number 42. Wir lesen ab Vers 42. Amen. So, no, I'm not jumping. I just want to conclude this. Also, wir springen nicht weg, sondern wir möchten einfach nur unsere Aussagen wirklich Schluss für Schluss enden. And then we'll go back to where we stopped yesterday. Dann gehen wir zurück zu dort, wo wir aufgehört haben. You see, so Matthew 24, the verse number 42. Matthäus 24, 42. Jesus says, watch therefore. For ye know not what hour your Lord doth come. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken down. Nämlich, es geht weiter. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. You see, a watch. You see, the watchman, when you are watching. Also der Wache, wenn er zum, wenn er am Wachen ist, what do you do? Was tut man da? You're always present. Man ist immer gegenwärtig. Amen. Amen. You see, you don't slumber. You're always attentive. Also wenn man am Wachen ist, man ist immer aufmerksam. Man ist immer scharfsinnig. Man ist nicht an Schlummern oder träge. You don't lose your focus. Also du verlierst nicht deinen Fokus. And so he says that, you know, so that you can know when the thief is coming. Damit man erkennt, wann der Dieb kommt. Who is a thief? Aber wer ist der Dieb? What does he want to come and do in your house? Was möchte der Dieb bei dir zu Hause stehen? You see, we're talking about a house here. Denn hier geht es um ein Haus. Your temple. Dein Tempel. And we know the thief. Und wir kennen auch den Dieb. He comes to steal. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Huh? To steal, to kill, and to destroy. Zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Destroy the house. Ja, und zwar das Haus vernichten. Destroyed your temple. Also den Tempel vernichten. Destroyed, you see, your soul. Ja, sprich, deine Seele vernichten. So, what did he steal then? Also, was stiehlt denn der Dieb? You see, he steals these godly thoughts, these godly ideas that saves you from that which has held you captive in this world. Was stiehlt denn der Dieb? Der Dieb stiehlt Gottes Ideen, Gottes Innovationen, also Gottes Impuls, die dich auf dieser Welt retten soll. Amen. Amen. You see, so Christ called him the devil. Christus nennt ihn den Teufel. We saw that in John 10, the verse number 10, the first part. Also, 1. Johannes, also nein, Quatsch. Also Johannes Evangelium 10:10. Wir sehen es auch in dem ersten Teil. You see, although he didn't even say the devil there, but he said the thief cometh. Ja, dort hat er den Dieb erwähnt und nicht den Teufel. You see, he says the thief cometh to steal, kill and destroy. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. You see the coming. You see, Christ is coming and the thief also is coming. So when you are not watching, because when you watch, you are present, you are in salvation, you're with Christ. You see, when you're watching, you're with Christ, you're in salvation. And when you are not watching, then the thief comes. Ja, also wir sehen hier zwei Arten von kommen. Wir sehen einmal, Christus erscheint, der Dieb erscheint auch. Das heißt, wenn man nicht am Wachen ist, was geschieht, wenn man abgelenkt ist, dann erscheint der Dieb. Okay. Doch wenn man am Wachen ist, was geschieht, dann ist man gegenwärtig, dann ist man fokussiert, man ist wirklich in Christus, man erlebt Christus, man ist in der Errettung drin.
Amen. Amen. Just like we use the example of the coronavirus, you know, when you hear information about the coronavirus, that is the thief. What did he want to steal from you? He wants to take you away from the presence of salvation, from the reality of salvation. You were there cozy in your room, relaxing with your glass of water or whatever, and you are enjoying your time, and then suddenly, you know, a phone call or you saw in the television, and they begin to give you statistic which is gruesome, which does not bring joy, and before you realize there is something that has been stolen from you, you know, your rightness has been stolen away, your joy is been stolen away, your peace is been stolen away, and you realize that you are irritated, you are agitated, you are anxious, you are fearful. Why? Something has happened. The thief has come without you knowing. Why? Because you were not watching. Und dementsprechend haben wir das Beispiel mit dem Covid-19 verwendet. Wir haben ja gesehen, dass, als Beispiel, nehmen wir mal an, du sitzt bei dir im Wohnraum und du bist wirklich am Chillen, ja, du hast ein cooles Getränk, hast was zu essen und so, ja, bist möglicherweise auch mit Leuten, ihr seid wirklich am Chillen und was geschieht? Dann kommt über den Fernseher oder über das Internet, kommt die Nachricht über Covid-19. So. Diese Nachricht, und es ist richtig erschreckend. Also es ist richtig schrecklich, ja, was da dargestellt wird. Und was geschieht denn da? Währenddessen du auf diese Nachricht hörst, was passiert denn? Deine Aufmerksamkeit, deine Gerechtigkeit in Christus, deinen Frieden, deine Freude laufen Gefahr. Gefahr wozu? Gefahr durch diese Nachricht, was jetzt kommt, nämlich, dass du davon abgelenkt bist, dass du davon die Aufmerksamkeit, dass du nicht mehr gegenwärtig in Christus bist. Und Gott steht dir bei, du hörst weiterhin noch länger und du schenkst es auch Gehör, schenkst es Aufmerksamkeit. Was passiert denn? In dir fängt an, Angst zu entwickeln. Plötzlich entwickelt in dir Furcht. Ja, vorher warst du in der Gerechtigkeit, in Frieden, in Freude. Du warst am Chillen. Plötzlich schmeckt das nicht mehr, was du am Essen warst oder am Trinken warst. Plötzlich hat sich deine Laune geändert. Was ist denn passiert? Der Dieb ist gekommen durch diese Nachricht und hat die bestohlen. Und was ist denn passiert? Während du nicht am Wachen warst, sprich, du warst nicht gegenwärtig in Christus, du hast nicht erkannt, dass du in Gerechtigkeit, Frieden und Freude bist, hier und jetzt. Und deswegen konnte der Dieb dir mit Furcht und Schrecken und so weiter bescheren. Amen. Amen. You see, der Dieb is not a robber. Ist kein Räuber. There's a big difference. Also zwischen Dieb und Räuber gibt es großen Unterschied. A robber operates through threats. Also ein Räuber setzt Drohungen und möglicherweise Gewalt ein. You see? He points an arm on you. Ja, also ein Räuber. A firearms or whatever, matchet. Ja, ein Räuber setzt dich unter Waffe, also bedroht dich mit einer Waffe. And then he, you know, forces you, coerces you to give him what he wants. Ja, und ein Räuber wird natürlich seine Forderung stellen, und zwar unter gehaltener Waffe. A thief, doch ein Dieb, operates through deceit. Also ein Dieb funktioniert und zwar durch List. Deception. Ja, durch Listigkeit. That is why in the beginning of this discourse in John, in Matthew 24, Jesus says that take heed that you may not be deceived. Ja. Many times you will see in this discussion, he's talking about don't be deceived. Take heed not to be deceived. Be careful not to be deceived. Because the power of the thief is not in his macho, is not in his intelligence, is not in his creativity. He's in his ablenkung, how do you say it in English? Yeah, distraction. Is in the power of distraction. He distracts you from your present moment, from your salvation. He distracts you from your inherent nature of peace and joy and righteousness, and brings you down through what you hear from the outside. You see how the carnal mind operates? What you hear from the outside. And you say, oh, but the majority of people believe in that. This is the truth about everybody. And then when you are
accept it, you fall into the category of the multitude and you suffer what they suffer. Und dementsprechend ist es wichtig, auch hier zu sehen bei Matthäus 24, sogar ziemlich am Anfang und währenddessen, ja, hat Jesus immer wieder gewarnt, seht zu, dass niemand euch verführt. Seht zu, dass niemand euch ablenkt, euch das Falsche zeigt, damit ihr wirklich nicht mehr das Richtige anschaut. Denn was passiert denn mit einem Dieb? Ein Dieb lenkt nur ab. Ein Dieb stellt nur Täuschung her. Ja, man soll da gucken und wenn man da guckt und plötzlich ist es weg. Ja, das kennt man auch im Natürlichen. Man guckt woanders hin, Portemonnaie weg, alles weg. Ja, Vergnügen weg. Bloß der Punkt, hier geht es um Errettung. Hier geht es um das, was Christus in dir tut. Wenn du dich durch die Nachricht über Covid-19 oder andere Erkrankungen oder Viren oder sonst was, andere, was nicht von Christus ist, wenn du dich ablenken lässt, was passiert denn da? Du wirst von dem, wo du bist, du wirst weggebracht. Du wirst verführt. Mhm. Und was geschieht denn, wenn du verführt bist? Dann bist du nicht mehr in der Gegenwart, dann bist du nicht mehr in der Errettung. Das bedeutet, durch Täuschung hat man dich aus deiner Sicherheit, aus deiner Schutz, aus deinem Schutz rausgelockt. Oh, hallelujah. Amen. Thank you, Father. Dank, Vater. You see, but the second statement in John 10, the verse 10. Die zweite Aussage in Johannes 10, 10. You see, Jesus said, da sprach Jesus, I am come. Ich bin gekommen. That you may have life. Damit du Leben hast. And life more abundantly. Und Leben in Fülle. You see, one time I quote this, a very good friend of mine, you know, he called me later. And he said, oh, but Pastor, you made a grammatical mistake. I said, what? He says, you said, I am come. I said, no, I quoted King James because, you know, King James is very precise. Why do I like to stress on the I am? Because it's talking about the presence. It's talking about presence. You know, Jesus knew what he was saying. He says, I am come. Because whatever you add to your I am, that is the state of your mind in which you function on. And so you have to be very careful. Jesus Christ, your salvation, Jesus Christ that has come into you lives in the presence, in the I am. Remember, we talk about I am as what? Parousia. Okay, the proximity of I am, the presence of I am. So I am is there right with you. Every time you are, wherever you are, whatever you are doing, you are. So I will say I am. Amen. So stay in the I am. That is where Christ is. That is who Christ is to you. You see that you cannot separate yourself from I am. Whether you geographically relocate yourself somewhere else, your I am will still be the same. So the I am that you are is the same I am that I am. And so we then stay in that premise of I am. And from there, we are in salvation. So everything that comes to you wants to tell you, you will be, wants to tell you, you were. But whenever you see Christ, it's always there, I am. Hallelujah. So watch, so that you are not taken away from I am to become I will be or I was. Amen. Und deshalb ist es wichtig hier zu sehen bei dem zweiten Teil von Johannes 10, 10. Ich bin gekommen. Ja, ich habe es mal auf Englisch auch mal mit jemand hat mich einfach mal angehalten und gesagt, naja, auf Englisch wäre das nicht richtig, weil es würde bedeuten, ich komme oder zumindest ich werde kommen oder sowas. Also die Person hat versucht zu sagen, grammatikalisch gesprochen ist es nicht richtig. Nur der Punkt ist, es geht nicht darum, was der Mensch in der Grammatik meint, es geht um die Aussage Christi, nämlich ich bin. Ich bin gekommen, der Schwerpunkt liegt nicht auf die grammatikalische Richtigkeit, sondern der Schwerpunkt liegt auf ich bin. Denn warum? Ich bin stellt Parousia dar. Parousia bedeutet die Erscheinung, die Gegenwärtigkeit. Mhm. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn du gegenwärtig bist, alles was du zu ich bin hinzufügst, genau das trifft ein. Und Jesus zeigt uns, dass ich bin
damit wir sehen, er ist in der Gegenwart. Also gerade wie du dort bist, ich bin, ist für dich genauso eintreffend, ist für dich genauso real. Und deshalb ist es wichtig, wie wachst du denn überhaupt? Du wachst, indem du bei ich bin, also sprich bei der Gegenwart bleibst. Ja? Nicht ich werde gerettet sein, sondern ich bin gerettet. Ich bin heilig. Ich bin sicher. Ich bin gesund. Das heißt, erst in dieser Gegenwart bist du wirklich in der Rettung drin. Und deshalb wache. Wache bedeutet, bleibe in ich bin. Wachen bedeutet, lasse nicht zu, dass du in ich werde oder ich war verführt wirst. Mhm. Denn man sagt es ja so gern. Ja, auch so lässig, ich war da und da, ich war da. Nein, was deine Rettung angeht, ich bin, ist für dich wahr. Alles Amen. Andere ist eine Lüge. Halleluja. Amen. Wow. Matthew 24:43. Genau. You see, he says, but know this, that if the good man of the house had known, if the good man has known in what watch the thief would come. Because the thief will, you know, he will come in it, any watch, you know. Und dementsprechend heißt es hier in Vers 43, das aber erkennt. Ja, also das soll man wirklich aufmerksam aufnehmen. Ne? Das heißt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte der Hausherr wohl gewacht und nicht zugelassen, ja, der Hausherr hat nicht gewacht, er hat zugelassen, ja, dass in sein Haus eingebrochen wird. You see, that is why his, the disciples of Jesus, und das ist der Grund, warum die Jünger Jesu, they asked him after his resurrection. Nämlich nach seiner Auferstehung stellten sie ihm die Frage. He says, when will be the hour and the season that you will come? Zu welcher Stunde, zu welcher Zeit wirst du nun kommen? What did Jesus said? Was war Jesu Antwort? Jesus says, it is not for you to know the hour nor the season. Es war, seine Antwort lautet, es ist nicht für euch zu erkennen, zu welcher Stunde und zu welcher Zeit. Do you know why Jesus said that? Wisst ihr, warum das so he ist? Says the time is, the time has been ordered or has been determined by the Father. Die Zeit hat der Vater schon gesetzt. Now listen, this is the reason why Jesus said that. Also das ist der Grund, warum Jesus diese Aussage getroffen hat. He says you don't need to know the time, because it's not about the chronos time, it's not about a particular hour. So what do you need to do? You need to watch. What, when do you need to watch? All the time. So what is Jesus trying to say? You have to be present. You have to just be in the now. You see, so, oh my Father, people have seen that and thinking that, oh, 2,000 years after, Jesus will come in a certain way. You see, so they lost the whole eschatological, you know, revelation. Jesus is saying that, just be present. What do you mean? He says, even myself, I don't know. Why Jesus is saying even himself he doesn't know? Because he lives in you right now. You see, so he only needs to be present. He said that is only the Father. And what is the time of the Father? He said the Father knows. The Father is always in the now. The Father is always present. So he says, stay present. Huh? People begin to come and say, oh, they've calculated in 1993, somebody predicted the whole world will come to an end. It never happened. 2011, he predicted. It never happened. And people are predicting. They are losing their time. The world is here to stay. Glory yeah. be to God. You see, I warn you that you have to get ready to change the way you think, because this is not the usual thing you hear. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig, auch hier zu begreifen, dass Jesus hat so darauf geantwortet, dass es ihnen nicht, also es obliegt ihnen. Es steht ihnen nicht zu, welche Zeit oder welche Stunde. Denn warum? Der Fokus ist nicht auf die Kronoszeit. Naja, kommt ihr am Mittwoch oder was weiß ich, um 16.30 Uhr oder so? Nein. Sondern der Fokus ist, sie sollen und zwar zu jeder Zeit leben. Das heißt, sie sollen in die Gegenwart leben. Sie sollen in der Gegenwart leben. Das heißt, sie leben und zwar in der Gegenwart, sprich mit dem Bewusstsein von nun, von der Gegenwart.
Und die zweite Aussage von wegen, es ist nur der Vater, der die Zeit kennt. Der Vater ist immer gegenwärtig. Die Zeit des Vaters ist immer Halleluja. Also wenn man in der Gegenwart lebt, dann ist man, dann ist man in dieser Atmosphäre, dass Christus, oder in diesem Bewusstsein, ja, in dieser Stimmung, dass Christus in dir ist und du in ihm. Ja, da spielt die Zeit keine Rolle mehr. Erneuert euer Gesinnung. Denn warum? Diese Zeitverfolgung, da hat jemand gesagt, 1993 soll Jesus kommen. Wir sind jetzt bei 2020 und da ist immer noch keine körperliche Erscheinung. Also bitte, lasst die Sachen sein und folgt die Schrift, und zwar aus der geistlichen Gesichtspunkt. Amen. You see, from the beginning we make a disclaimer, right? Also von Anfang an haben wir eine Verzichterklärung gegeben. That Jesus Christ is coming. Ja, nämlich dass Jesus Christus kommt. Ja, physically, we didn't dispute that. Also das haben wir nicht geleugnet. Er kommt körperlich. But we are talking about his appearing, his the revelation of Christ from within us. Doch wir sprechen darüber, dass Christus aus unserem Innern, und zwar Christus seit seiner Auferstehung, aus unserem Innern in die Erscheinung tritt, dass unser Leben ist. So we continue Matthew there. He said he would have the last part of 43. He would have watched. You see, the good man, if he knew the time that the thief would come, what would have he done? He would have watched, and you know, in other words, watch there means he would have been present, you know, and would not have suffered his house to be broken down. You see, his house is broken up now because he didn't watch, because he didn't stay in the presence. Amen. Amen. So. Und hier heißt es auch, also hätte der Herr wirklich gewusst, sprich in welcher Zeit oder in welcher Wache der Dieb kommt, was hätte er getan? Er hätte sowohl gewacht, aber auch nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Amen. Das heißt, weil er nicht gegenwärtig war, konnte der Dieb, und wir haben auch beschrieben, was der Dieb war, konnte alles, was von außen kommt, konnte alles, was nicht Christus ist, wirklich ihn von Christus ablenken. Halleluja. Amen. Then he says, therefore be ye also ready. Und Vers 44 sagt, deshalb seid auch ihr bereit. Be ready. Seid bereit. Another word, another way to say be present. Ja? Seid bereit steht auch für seid gegenwärtig. Amen. Bleibt im Nun. You see, people are shouting now, oh, he's coming, you know, you have to be ready now. No, no, no. I always tell people, live ready. Amen. Live in the presence. Amen. Live in salvation. Salvation is now. Why do you want to know when he's coming before you get prepared? This is the confusion the eschatological views are bringing to us. They said, oh, now the time is near, so get ready so that you don't go to hell and everything. Come on, even God is not a man. He will see your heart. He says, no, before the sign that I'm coming, you were doing whatever you want to do. And now that you know that I'm about to come and you want to get yourself prepared, your heart is not right. But if it is, if you know that you are faithful to the person, you stay ready. You stay present. He's here with you. Christ is with you. He has never left you. He's in your heart. So be present so that you are not submerge in the things of this world, in the things that holds you and brings suffering and fear and anxiety in your hearts. Amen. Also lebt bereit, seid bereit. Das bedeutet, lebt in der Gegenwart. Lebt mit der Errettung. Lebt mit dem Bewusstsein von dem Sohn, der in euch aufgeht, der durch euch manifestiert. Denn warum? Denn, also menschlich gesprochen, leider Gottes ist es so, dass diese ganzen Gesichtspunkten der bisherigen Eschatologie wirklich ein Durcheinander verursacht haben und immer noch ein Durcheinander hinterlassen. Denn warum? Sie haben die Menschen gesagt, oh, Jesus kommt, seid bereit, Jesus kommt, seid bereit. Das heißt, man fängt jetzt an, irgendwie irgendwas zu tun, in Anführungsstrichen sozusagen sich bereit zu halten. Aber Gott ist doch nicht dumm. Ja? Gott ist doch nicht dumm. Gott schaut, nehmen wir mal an, all diese Gesichtspunkte wären richtig.
Gott ist doch nicht dumm. Der würde doch das Herz des Menschen einschauen und sagen, aha, du bereitest dich erst vor, weil du glaubst, ich komme demnächst. Also komm. Ja, also lass uns mal die Kirche im Dorf. Das, der Punkt ist, wenn man das so macht, das zeigt man, dass man Christus nicht verstanden hat. Und deshalb ist es wichtig, kommt raus aus all diesen Gesichtspunkten und bleibt in der Gegenwart. Lebt bereit. Lebt Christus. Halleluja. Denn wenn ihr Christus lebt, ob er körperlich erscheint oder aus eurem Innern erscheint, ihr seid immer bereit. Halleluja. Ja? Also nehmen wir mal an, dass alles, was man bisher gesagt hat, er erscheint in der Luft oder so, ob er in der Luft erscheint, auf dem Wasser, in der Wüste, ja, wo auch immer, in, was weiß ich, in irgendeinem Dorf oder was weiß ich, auch im Wald. Glory der Punkt ist, to God. Du bist immer bereit. Halleluja. Amen. Glory. It says, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. So, jetzt geht's weiter in Deutsch, nämlich, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So what is Jesus saying? Was sagt hier Jesus? He's saying that the Son of Man is present. Er sagt, dass der Menschensohn gegenwärtig ist. You see, so the hour that you think he's not there. Die Stunde, wo du meinst, er sei nicht da. He's there. Da ist er doch schon. He has always been there. Er war schon immer da. He's in you. Er ist in dir. Glory be to God. So be aware. Also mach es dir bewusst. You see, that's why we talk about consciousness. Deswegen sprechen wir über das Bewusstsein. Be conscious. Mach es dir bewusst. Of Christ. Und zwar mache dir Christus bewusst. Everywhere you go. Überall, wo du hingehst. Whatever you're doing. Was auch immer du am tun bist. Just be conscious. Mach es dir bewusst. Of His peace. Das sein Frieden. Of His joy. Sein Freude, sein Frieden. Hallelujah. Amen. I mean, why do you imagine that you're forsaken? Also warum tust du dir selbst weh, indem du dir vorstellst, Gott verlässt dich? That is an hour. Denn das nennt man eine Stunde. Where you think that he will not, he's not there. Ja, also du stellst dir vor, er wäre nicht da, obwohl er hoch und heilig gesprochen hat. Er verlässt dich nicht und er vernachlässigt dich nicht. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke. The verse 45 says, who then is a faithful and wise servant whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season? Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Amen. Amen. Wise what? Ja. Wise servant and faithful and wise servant. Treue und kluge Knecht. Who is what? Ruler. Der über seine Dienerschaft gesetzt ist, also der herrscht. Ruler over what? His household. Er ist Herrscher über seine Dienerschaft, über sein Haushalt. What is your household? Was ist dein Haushalt? He's not talking about your physical house. Also bitte, nimmt die Vorstellung von dem körperlichen Dienerschaft oder Haus weg. Das ist nicht hier gemeint. Mm-hmm. He's talking about your soul. Hier, deine Dienerschaft, dein Haushalt ist deine Seele. That is your household. Das ist dein Haushalt. Amen. Amen. Because this household, remember, that's why we have to follow the series. We talked about the Father's house. Bitte, okay? Bitte denk dran, in vorigen Lektionen, deswegen ist es wichtig, dass man die anderen Lektionen noch anschaut. Wir sprachen ja über das Haus des Vaters, über den Tempel. Amen. Amen. The Father's house is the temple. Ja, des Vaters Haus ist der Tempel. You are the servant of God. Und du bist Gottes Knecht. Halleluja. Amen. Hm? You're the servant of God. Du bist Gottes Knecht. Titus 1, the verse number 1. Das finden wir in Titus 1:1. You see, because at times grace people, they don't like the word servant, because we explain it. It doesn't mean you are a servant. No. It simply means that you are a servant to God, but you are God's son that serve. Also, wenn wir vom Knecht sprechen im Neuen Testamentlichen Sinn,
Wir meinen nicht jemanden, der nur geknechtet wird, also gelitten, also der nur leidet und also nichts zu melden hat. Nein, wir reden von Söhnen, die aus Liebe dienen. Davon sprechen wir. Amen. Knecht im neuen testamentlichen Sinn bedeutet Söhne, die aus Liebe, sprich aus der Beziehung mit dem Vater dienen. Halleluja. Amen. Yeah, I mean, there's a message. Go to our webpage or to the YouTube. I think there's a message where we talked about the servant of God and the apostle of Christ, Titus 1. Ja. The message is there. Also es gibt eine Botschaft, ja, Gottes Knecht und Apostel Christi. Also die Botschaft gibt es auf YouTube von uns, die gibt es auf unserer Webseite. Also die Botschaft hat genau diese Thematik behandelt. Amen. So the wise servant or the faithful servant rules over his soul, rules over his heart, rules over his mind. Also der treue und kluge, sprich der treue und weise Knecht, herrscht über seine Seele, über seine Gesinnung, über seinen Verstand, aber über sein Gefühlswelt auch. You see, because if you look, when you read it very well, he says, whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season. So it is the Lord that gives meat, you see, that enrich your soul. But it is your responsibility, it's my responsibility to rule, to have mastery over my soul. But so I want God to release his blessing to be manifested through my life. But I don't have rule over my soul. That cannot work. You see, your mind goes everywhere. You see, your heart, everything, every feelings, you just embrace it. Fear, you embrace it. And then you want the Lord to give you the meat. It doesn't work that way. He says that it is your responsibility, it is my responsibility to have mastery over my soul, and then the meat will be then revealed to you, and then your life will be not only pleasant and fruitful, but you will be also a meat to others. Amen. Hier heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, der sein Herr über, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen Speise zur rechten Zeit zu geben. Hier würde man denken, es ist der Knecht, der die Speise rechtzeitig gibt. Nein, es ist der Herr, der die Speise gibt. Aber der Herr fordert oder verlangt von uns, setzt voraus, dass wir nämlich unser Haushalt, unsere Dienerschaft, und wir haben es gerade erklärt, unsere Seele beherrscht. Er möchte, dass wir die Herrschaft der Seele übernehmen. Ja, denn warum? Er möchte uns Segnungen zuteilen, auf verschiedenste Art und Weise, in verschiedensten Bereichen. Nur es ist wichtig, dass damit diese Segnungen tatsächlich als Segen manifestieren, müssen wir unsere Seelen beherrschen. Aber doch du als Beispiel, deine Gedanken schweifen zwischen Zweifel, zwischen hier und dort, ja, alles was gesagt wird, alles was gezeigt wird, deine Gedanken sind nicht bei Christus, sind nicht gegenwärtig in Christus, sondern überall schlauern deine Gedanken und du hast keine Herrschaft über deine Seele, über deinen Verstand, über dein Gefühl. Wie sollst du nun das Kanal sein? Wie sollst du nun wirklich dieser Verkehrsmittel, der zuerst den Segen Gottes in dir bringt und durch dich den Segen für andere sein? Das ist unmöglich. Also zuerst die Herrschaft in der Seele. Zuerst, dass man wirklich die Meisterschaft in der Seele erstmal gewinnt und auch behält. Und dann ist man in der Lage, wirklich zuerst den Segen Gottes zu genießen, aber auch ein Vehikel zu sein, wodurch der Segen Gottes viele andere auch erreicht. Halleluja. Amen. You see, so Jesus says, I have meat that you do not know of. Nämlich in Johannes 4 hat Jesus in der Unterhaltung mit der Samariterin am Brunnen, er hat ihr gesagt, beziehungsweise er hat den Jüngern gesagt, denn die dachten, naja, sie gehen jetzt mal was kaufen. Er hat den Jüngern gesagt, dass ihr geht erstmal, ich habe Speise, wovon ihr noch nicht wissen, ihr noch nicht wisst, wo ich, also was ich habe. Amen. Amen. You see, John 4, the verse 32, 36 to 36. Johannes 4, 32 bis 36.
Amen. Amen. Glory be to God. You see, blessed is that servant, the verse 46, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Vers 46 von Matthäus 24, glückselig, also gesegnet, jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Doing what? Was tut er? Having rulership over his household. Er herrscht. Er steht über seinen Haushalt, seine Dienerschaft. Amen. Amen. You see, when you have rulership over your soul. Also, wenn du deine Seele beherrschst. So he says that he blessed is that servant. Dieser Knecht ist gesegnet, heißt es hier. That rules over his heart and his mind. Der die Herrschaft über sein Herz und seine und seinen Verstand hat. How do you do that? Wie herrschst du über deinen Verstand und dein Herz? Be ready. Ja. Sei bereit, beziehungsweise be present. Lebe in der Gegenwart. Now. Lebe im Nun. Hallelujah. Amen. So God has taken time away from you. Say, don't wait. Don't put a particular time that I'm coming. No, just live in the now. Live in the present. And when you live in the present, you see, you don't go in the past. You don't go in the future. You don't take things that people do to you. So you are not preoccupied with what people think. You're not preoccupied with the anxieties of the collective mind in the world. You're not preoccupied with this thing. You're in peace and in joy. What are you doing? You are keeping your household in peace, intact for your Lord, because that house is not yours. You are a servant, and so you've been given order to keep rulership over that household, so that the Lord of the household will enrich the house with meat. Glory be to God. Ehre sei Gott. Und dementsprechend ist es wichtig, nämlich, wie hält man nun die Seele bereit? Indem man gegenwärtig lebt. Indem man in Christus lebt. Indem man sich Christus bewusst macht. Ja, das bedeutet, Meinungen werden kommen. Es werden Worte, es werden Bilder kommen. Es werden Vorschläge. Es werden Ablenkungen kommen. Bloß man entscheidet sich, in der Gegenwart zu bleiben. Was tut man? Das heißt, wenn jemand irgendwelche Beschimpfungen ausäußert oder jemand dir wehtut, was tust du denn? Du bleibst nicht in dem Schmerzen drin, sondern dein Fokus ist auf Christus. Dein Fokus ist auf denjenigen, der aus deinem Innern deine Errettung ist. Und was geschieht denn da? All das, so beherrschst du, so behältst du die Herrschaft deiner Seele. Und was geschieht? Segen über Segen. Segnungen, und zwar ohne Zeit. Und der Punkt hierbei ist, dass es ist wirklich zeitlos. Ja, das kann morgens sein, das kann mittags, das kann abends. Es ist Zeit. Du lebst außerhalb der Zeit. Du lebst in die Ewigkeit, sogar hier auf Erden. Denn warum? Die Zeit ist rausgenommen worden. Lebt einfach in der Gegenwart. Lebt, und zwar in Christus, in deiner Seele, in deinem Gedenken, in deinem Verstand, in deinem Gefühl. Ja, du bist immer auf Christi Seite. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ja. Let's just finish this quick and then we close for tonight and continue tomorrow. Also das beenden wir noch und dann schließen wir für heute. Oh, this is so beautiful, people of God. Und das ist wunderschön, Volk Gottes. I hope we had time. Ich wünsche mir, dass wir mehr Zeit hätten. He says, verily, I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. Wahrlich, ich sage euch, Vers 47, ich sage euch, er wird, also sprich, der Herr wird ihn, den Knecht, und zwar über seine ganze Habe setzen. Ich darf auch nochmal erwähnen, die Seele gehört dir nicht. Du bist nur ein Knecht davon. Amen. Ja, also all das, was wir besprochen haben, ist kein Eigentum. Das heißt, irgendwann wird der Herr, der uns das gegeben hat, Rechenschaft von uns verlangen. Oh mein Und Vater. Das sehen wir in diesem Vers. Nämlich, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Amen. Du siehst, dass das Vertrauen des Herrn, nämlich
immer mehr offenbart wird, wenn wir uns nämlich in der Herrschaft der Seele beweisen. Das heißt, wir sind in der Lage, das, was uns anvertraut wird, wirklich so zu halten in der Gegenwart, in Christus, in der Errettung. Was geschieht denn? Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen über die Zukunft oder Vergangenheit oder sonst was. Wir sind einfach versorgt, dauerhaft. Thank you, Lord. Danke. He says that he shall make him ruler over all. Nämlich er macht ihn, his goods. Nämlich er macht ihn zum Herrscher, beziehungsweise ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Now, ja. Jesus Christ, Jesus Christus, is Lord of all. Er ist Herr über alles. And so when you are faithful, also wenn du treu bist, to have dominion over your soul, nämlich die Herrschaft über deine Seele, which simply means to live in the presence. Und die Herrschaft über deine Seele bedeutet, in der Gegenwart zu leben. He then gives you all his goods. Er setzt dich über seine ganze Habe. You see? Amen. Hallelujah. Amen. That is why Paul tells us in Galatians 1, the verse number 1. Galatians 4, the verse number 1. Und deshalb sagt Paulus uns in Galater 4, Vers 1. He says, the heir, as long as he is a child, he is different not from the servant, though he is Lord of all. You are Lord of all. What are you searching for? God has given you everything that you will ever need for life. You see, you running for miracles, you running for all this. All this has been given to you. Now, the problem is when you can't be present, when you can't have fellowship, you can't have rulership over your soul, then you don't have custody of that which you have. So the condition for you to then be Lord, to join to the Lord and enjoy his lordship, is for you to have dominion, control over your soul. It is not something you do with strength. No, you just be present. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Galater 4,1 berichtet uns, dass der Erbe, solange dieser Erbe noch unmündig ist, ja, noch kindisch ist, was geschieht denn? Dieser Erbe ist nicht anders als ein Diener oder ein Knecht. Obwohl der Erbe ist Herr über alles. Das heißt, in Christus wurden wir zum Erben gemacht, sprich, wir sind Herr über alles. Doch der Punkt ist, die Voraussetzung, diese Herrschaft über alles zu manifestieren, ist, dass wir unsere Seele in der Gegenwart halten. Wir halten es in der Errettung des Herrn. Unser Verstand, unser Gefühl, alles halten wir. Denn der Punkt ist, alles, wozu der Christ oder die Christin hin und her rennt, nach Wunder, nach Weisheit, Prophetie, einer ist da, der legt Hände auf mich, schmiert mich mit Öl wie ein Martinchen, was auch immer. Der Punkt ist, wonach der Mensch sucht, ist schon in dir platziert, in Christus. Das heißt, wenn du die Herrschaft über deine Seele, sprich dein Denken und dein Verstand, dein Denken und dein Gefühl bewahrst und indem du in der Gegenwart bleibst, all das, worüber der Herr Herr ist, er zieht dich mit in seiner Herrschaft ein. Das heißt, du herrschst mit. Dir gehört alles und zwar gleichermaßen in Christus. Thank das you, heißt, Lord. Wenn Christus spricht, genauso ist dein Wort Kraft. Halleluja. Amen. Thank you, Father. Dann he says, but and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming. Jetzt geht's weiter und das ist jetzt interessant. Wenn aber jener, es geht hier um den Knecht. Wenn aber jener als böser Knecht, interessant, dieser Knecht ist böser, jetzt wollen wir sehen, warum dieser Knecht böse ist. Ja? Und zwar, wenn jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. Amen. You see, why is he evil?
Warum ist dieser Knecht böse? He says, my Lord delayeth his coming. Dieser Knecht ist böse, weil dieser Knecht in seinem Herzen sagt. Voll Gottes merkt, dieser Knecht hat es nicht laut gesagt. Er hat es in seinem Herzen gesagt. Mein Herr lässt auf sich warten. Halleluja. Amen. Pastor George, they are not even saying in their heart anymore. Because that is what they are preaching. Delay theology, postponement eschatology, that he came, he brought the kingdom of God, and Israel did not receive it, so they postponed that after 2,000 years, he will come again to give it to them. Delay eschatology, postponement kingdom eschatology. This is what we stand against. And this is what Jesus himself said. The church will be the evil servant? No, not the church that we belong in. We belong in the one in whom we accept that the Lord has come. He's not delaying his coming. That is why if you follow our preaching, I always say that in Christ's message, there is no delay, there is no distance, there is no differences. You may not understand me, but now eschatology will open your eyes for those who follow what we are preaching and to understand that we are not coming from the sky and saying things which does not make sense. Yes, there is no delay in salvation. There is no distance in salvation. There is no difference in salvation. We are in the presence of God. Jesus Christ has come and he is here. He lives in you. He lives in me. When you awaken to that awareness, I tell you, your life will change. We deny to be the evil servant. We refuse to be the evil servant. The one who says that no, he will come. No. He has come. Just like Habakkuk says, it will tarry, but wait, for it will not delay. Even Habakkuk saw that and says it will not delay. And we are saying it will delay. He hasn't delayed. He is here. Amen. Hallelujah. Und dementsprechend, so wie Pastor David mich gesagt hat, also der Diener, der böse ist, der sagt es nicht mehr im Herzen. Ja? Der sagt es nicht mehr im Herzen. Denn warum? Das ist diese Eschatologie, sprich, das ist diese Endzeitlehre, die bedeutet, Gott hat sein Reich, nämlich Israel, vorgestellt. Israel hat es abgelehnt. Nun hat er sein Reich zurückgenommen für eine gewisse Zeit. Und nach 2000 Jahren wird er wiederkommen. Blödsinn hoch 5. Warum ist das so? Seine Auferstehung ist die zweite Ankunft. Er ist schon da. Er ist schon gekommen. Die Frage ist, nimmst du ihn wahr? Viele sind so fokussiert auf das Körperliche. Nämlich, dass sie das Geistliche untergehen lassen. Und dementsprechend stellt sich die Frage, werden wir nun die Gemeinde sein, die meint, dass er auf sich warten lässt? Werden wir die bösen Knechte sein, die sagen, ach, der kommt ja irgendwann. Ja? Und wir fangen an so zu leben und nee, das sind wir nicht. Mm-mm. Es ist wichtig, dass ihr unserer Botschaften folgt. Wenn ihr unserer Botschaften folgt, dann merkt ihr, in der In-Christus-Botschaft, es gibt keine Verzögerung. Es gibt keine Entfernung. Mhm. Es gibt auch in der Botschaft in Christus, es gibt keine Unterschiede. Genau. Es gibt keine Spaltungen. Na, du gehörst zu dem und du gehörst zu dem. Nein, die gibt es nicht. Es gibt nur Einheit, und zwar Einheit in Christus. Und deswegen, wir sind nicht die bösen Knechte, die sagen, Halleluja. Der kommt ja irgendwann. Nein, danke, Herr. Da. Der ist in dir, der ist in mir und du kannst ihn hier und jetzt erleben. Denn warum? Er ist auferstanden. Amen. Und von daher ist es wichtig für uns, dass wir verstehen, wir sind nicht die bösen Knechte. Wir sagen nicht mehr, dass er kommt, also alles immer in die Zukunft schieben. Nein, er ist gegenwärtig. Halleluja. Es ist Zeit, in die Gegenwart zu leben. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. So we're going to continue the verse number 49, 50 and 51. Also tomorrow. Morgen setzen wir fort mit
59. And then we go back and continue from the verse number 8. Und dann gehen wir nochmal zurück und fangen mit Vers 8 und setzen das weiter fort. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Dank, Vater. Oh, hallelujah. Hallelujah. Your salvation, deine Errettung, is now. Ist jetzt. Don't postpone it. Also verschiebe das nicht. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Hallelujah. You see, that's why you don't go for what you want. Und deshalb gehst du nicht für das, was du möchtest. Because that which you want, you have already. Denn das, was du möchtest, die gibt es schon in dir. You only have take rulership over your soul. Du brauchst nur die Herrschaft über deine Seele zu übernehmen. By being present. Indem du in der Gegenwart bleibst. By accepting that he has come already. Indem du annimmst für dich, dass schon angekommen ist. You see the great disservice? Also seht ihr einfach diesen Missdienst, also sprich diese falschen Dienst. With this postponement. Mit dieser ganzen Verschiebung und Verzögerung. Concept. Ja, diesen Konzept der Verzögerung. You see how it drops you of your destiny? Also siehst du, wie dieses Konzept der Verzögerung dir um deine Bestimmung bringt? This confinement. Also diese, ich sag mal so, diese Abgrenzung, beziehungsweise diese Vorschrift, dass jeder zu Hause bleibt. Is for you. Ist für dich. To wake up. Damit du wach wirst. To be present. Damit du dich entscheidest, in der Gegenwart zu leben. Hallelujah. Amen. I got a testimony. Ich habe ein Zeugnis bekommen. Somebody called me. Jemand rief mich an. He says, wow. Und diese Person sagt, wow. We thank God. Wir danken dem that God has sent us to in our homes. Dass Gott uns wirklich zu unser Zuhause geschickt. So we can see things clearly. Damit wir Dinge ganz klar sehen. Amen. Amen. Because in church, denn in der Kirche, you are somehow a little bit distracted. Irgendwie sind wir abgelenkt. Some are coming because they want to put good clothes. Manche kommen, um einfach ihre Modeparade darzustellen. They want to meet friends. Manche kommen, weil das ist, also die Kirche ist ein sozialer Club, man möchte Freunde treffen. It's all about the word. Aber in der Kirche geht's nur um das Wort. It's all about your salvation. Da geht's nur um deine Errettung. And so please take time. Und von daher bitte nehmt euch die Zeit. And understand these things. Und versteht diese Dinge. And let not yourself. Und lasst nicht zu. To be entangled again. Dass ihr verwickelt werdet. With the yoke of slavery. Und zwar mit diesem Joch der Sklaverei. You are a free man. Ihr seid frei. You are a free woman. Du bist frei. And stand on your freedom. Also, stehe auf deine Freiheit. And God, und Gott, will make you, sorgt dafür, dass du, a reservoir, wirklich, ich sag mal so, ein Gefäß, which will outlet his glory into this world. Also, der seine Herrlichkeit, wirklich, also wodurch seine Herrlichkeit auf dieser Welt ausgegossen wird.